Moin Mädels, moin Jungs, mein Name ist Officer Carter de Kale Kuschinski. Ich habe mir das Feedback unter der letzten Folge einmal sorgfältig durchgelesen. Hey Kalle, es ist nicht mehr das gleiche mit dir. Hey Kalle, du bist ja nur noch am Schreien. Hey Kalle. Man kriegt ja gar nichts mehr von der Story vom Game, Digga. Das ändern wir jetzt wieder. Ich habe natürlich vermerkt bekommen, dass die letzten Folgen so ein bisschen eskaliert sind oder generell vielleicht einige Videos auf diesem Channel. Ich verstelle mich jetzt nie extrem. Ich überspitze die Situation eventuell. Ich überspitze die realitätsnahe Simulation, in der wir uns befinden. Ich kann nichts dafür, wenn mich das Game tilt. Darauf möchten wir heute ein bisschen achten. Das heißt, wir gucken uns die Story mal ein bisschen genauer an. Die Missionsverläufe, Ehre am Arsch. Und dann geht ihr auf kallekuschinski.de und shoppt ein bisschen und kauft ein bisschen Merch von mir. Wie findet ihr das? Schreibt's in die Kommentare. Alarm! Alarm! Junge, das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig. Halt, stopp! Polizei! Ja, was ja letztes Mal nicht so gut gelaufen ist, ist eigentlich alles. Ich glaube, wir haben direkt unser Auto geschrottet, richtig? Schauen wir doch noch mal rein. Abfahrt! Oh, shit! Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen, wa? Hä? Ah, jetzt sind meine ganzen Schichten immer anders. Aha. Hohe Kriminalitätsrate. Aber ich kann doch auf Streife trotzdem da hinfahren, oder nicht? Wir versuchen es noch mal. Wir laufen nämlich nirgendwo mehr hin, damit das klar ist. So, Annika, wie haben wir sie denn eigentlich mal genannt? Können wir uns mal auf einen Namen für diese Frau hier einigen? Schreibt mal ein paar Vorschläge in die Kommentaries. In die Comments. Below the video. Ich habe das Gefühl, es muss auf jeden Fall ein Name mit A sein. Andrea, Agathe, Alexa, Alexandra. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal hier in unserem Auto. Was jetzt viele tatsächlich nicht mitbekommen haben. Ich finde actually, dass dieses Game nice ist. Kann ich denn jetzt hier eigentlich hinfahren? Darf ich da in, ja, ich blinke natürlich links, weil ich ein Ehrenbro bin. Aber hier ist eine durchgezogene Linie. Da war eigentlich nicht Robber. Tempomat ist Shift. Mann, sind die Autos laut hier. Sirene? Hupe? Blaulicht darf ich immer machen. Oh ja. Ist jemand einsatzbereit? Einsatzbereit, Kuschinski meldet sich zum Dienst. Wir müssen Harris Madison Mason bekommen. Der hat eine schwarze Jeans an, das ist wichtig. Einführung im Hintergrund. Mann, ey. Bestimmte Interaktionen mit Fußgängern und Fahrzeugen, wie das Ansehen eines Personalausweises oder der Versicherungspapiere, das Herauswinken eines Fahrzeuges oder die Geschwindigkeitsmessung oder das Fokussieren des Kennzeichens erzeugt einen Eintrag in der Hintergrundprüfungs-App. Ich wusste gar nicht, dass, wenn ich jetzt einen Dude anspreche, dass ich das mir echt auch notiere in mein Huge Brain. Zeig mal, wie groß mein Huge Brain ist, Alex. Groß. Aber was hat er getan? Finde die gesuchte Person. Ja, was ist, wenn ich den finde? Orange ist da. Da, links ist er. Alarm! Halt, stopp! Mein Name ist Kalle Kuschinski. Hallo. Heißen Sie Madison und Mason? Harrison. Mason Harris. Ihren Ausweis, bitte. Das ist die gesuchte Person. Alter, 35 steht er. Es sind grüne Krümel auf seinem Hemd. Das ist doch wieder unsere gute alte Freundin Marie Huna. Grüß dich, Marie. Wegen dir müssen wir den jetzt wahrscheinlich hier eincatchen. Also, Freundchen, wir würden jetzt einmal eine Durchsuchung durchführen. 7 Gramm Marie Huna. Verstoß bestrafen. Ich halte Sie an wegen des hinreichenden Verdachts, dass Sie mit Drogen handeln. Das waren Farbreste. Ich bin Maler. Junge, ich hab das Marihuana doch schon gefunden, du Dödel. Ich würde ihn nochmal richtig durchsuchen, okay? Da hast du noch mehr. Eine Arschritze oder so. Aha, sogar noch mehr. Ist das jetzt noch mehr Marihuana? Warum hat er Servietten, Schokolade und Marihuana dabei? Der bufft sich ordentlich ein. Dann kriegt er eine Fressattacke auf Schoki. Knallt sich das rein, schmiert sich aber alles voll. Und dann braucht er eine Serviette, um abzuwischen. Case closed. Handschellen anlegen wegen Betäubung. Es ist zu viel. Der Besitz von zu viel Cannabis. Ja. Ich muss Sie festnehmen wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis. Bitte, nein. Doch, Digga. Doch. I'm the officer of the law and I have to protect the community with my handschellen of the law. This is the handschelle of the law, Digga. Of the law. Schau auf ein Käfchen. So, die müssen wir abtransportieren. Richtig? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ja. Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. Agathe, ich habe den schon eingebucht. Bist du bescheuert oder was? Ich habe doch gerade dich angerufen und ein Auto angerufen. Also bestellt. Das ist auch so weird, dass sie mit so einem VW-Bus kommen und die Leute abtransportiert. Als wäre das so ein... Hallo. Um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Ey, look at the Begründungsdings. Hier.
Guck dir die Scheiße an hier. Ich flippe aus. Die ganze Welt steht Kopf. Rechtmäßige Ausweiskontrolle. Begründetes Abtasten. Keine illegalen Gegenstände gefunden. Der hatte Marihuana dabei ohne Ende. Verstehst du das? Ob du mich verstanden hast? Nein. Es war jetzt alles Scheiße gefühlt. Aber why? Wie viel Drogen darf ich denn haben als Mensch? Ruf jetzt mal den hier an. Den Christian. Niemanden erreicht man hier, wenn man mal einen Notfall hat. Hallo. Oh. Warte mal, Papo hat doch gesagt, nächstes Mal geht er von direkt ran. Ein Papo. Wunderschönste aller Männer, was gibt's? Hallo, ich bin's, Officer Kuschinski. Hier ist meine Marke. Und nochmal, wer ist da am Telefon? Also, mein Name ist Kato, der Officer Kuschinski. Das ist meine Marke. Hier, guck. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Du bist ja auch Kollege. Du weißt ja, wie der Hase läuft, nicht wahr? Ja. Gut. Ich habe jetzt gerade jemanden wegen Marihuana-Besitz angehalten. Na? Das ist doch die, was man immer in diesen Bon packt, ne? Genau. So, Marihuana, die war in seiner Tasche. Und zwar 7 Gramm davon. Und jetzt habe ich einen Einsatzbericht bekommen, wo ich eine Strafe für bekomme, dass ich den eingekesselt habe, weil ich den unrechtmäßig in Handschellen gelegt hätte wegen einer nicht hoch genugen Menge an Marihuana. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wie viel Marihuana darf man eigentlich haben? Glaube ich so, Kilogramm darfst du erst Handschellen anlegen. Naja, es geht hier um Kredibilitätspunkte, verstehst du? Und wenn ich zu viele verliere, dann werde ich gefeuert und das wollen wir ja nicht. Ja, dann spreche ich nochmal mit dem Captain, das sollte kein Problem sein. Danke dir. Mann, Papu, wollte ich auch nicht lange stören, aber dann schaue ich mal. Ja, danke. Steht am Mittwoch wieder Bowlen an mit den Mädels? Ja, na klar. Und wir machen wieder Sektparty abends, ne? Mir jetzt gar nichts gebracht, die Scheiße hier, ne? Ja, gut, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr da wirklich mal Bescheid wisst, warum ich da jetzt falsch gelegen habe drinne, dann auch mal in die Comments schreiben, Digga. Oh! Ich fahre zu schnell. Deine Mutter fährt zu schnell. Oh, rote Ampel. Jetzt links. Ah! Ihre Schicht ist um, Officer. Ach, hör auf. Scheiße. Wurde schwer verletzt? Fahren wir in Historic Downtown. Nochmal mit dem Auto. Ich bin ein echter Country Boy. Ehre in meinen Arsch. Ich bin ein echter Polizist. Das ist alles, was ich mag. Ja, dann habe ich mir ein Mettbrötchen genommen, war ja schon beschmiert da. Butterfest drauf. Dann nochmal Salz und Pfeffer, ein paar Zwiebeln drüber. Und dann war das lecker, verstehen Sie das? Und sie notiert sich das natürlich schon alles, damit sie das am nächsten Morgen für uns alle machen. Ich bin ein echter Polizist. Und ich fahre nur herum. Ich bin ein echter Polizist. Doch, ich bin ein bisschen dumm. Oh mein Gott, ich habe eine Inside-Cam. Ist ja amazing. Oh, nee. Was ist mit dem Auto los? Nee, ich will hier einfach wenden. Ich muss den Wendler machen. Verkehr? Ich habe nie Verkehr in meinem Leben. Dafür kann man mich nicht bestrafen. Alle meine Bros, die das fühlen. Ey! Anhalten! Der ist ja gerade übelst an mir vorbeigezogen. Das gibt ein Knöllchen. Jetzt muss ich hier hinten eigentlich einmal antasten. Muss meine Fingerabdrücke drauf machen, hinten auf der Kiste. Damit, wenn der Taxifahrer mich jetzt entführt und das Auto gefunden würde, meine Kollegen wissen, dass ich an dem Auto dran war. Versteht ihr, wie ich meine? Big Brain in the Membrane. Führerschein und Fahrzeugpapiere, aber Dalle. Dalli. Junge, wo ist denn hier Geschwindigkeit? Es gibt nichts für Geschwindigkeit. Aha, Geschwindigkeitsübertretung. Ich habe Sie angehalten, weil Sie zu schnell gefahren sind. Nein, ich war nicht zu schnell. Oh doch, Madame Massau, Mama Massau. Caroline Long? Ja. Viertürer? Ja. So, gib ein Knöllchen wegen zu schnellem Fahren. Es gibt einen Strafzettel wegen der Geschwindigkeitsübertretung. So. 100 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ah, okay, fangen wir jetzt so an. Oh, wow. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Minus 17? Also, der 35 war da erlaubt. Ich guck mir das jetzt genau an. 45. Wir gehen mal schnell zu dem leichten Unfall. Oh, Sebastian Sterzig. Was willst du? Ja, ich bin der Officer Kuschinski, das weißt du ja, ne? Mhm. Hier ist meine Marke, guck. Ja, ja. Guck mal. Wir telefonieren gerade, ich sehe das nicht. Ja, da steht mein Name drauf. Jedenfalls, ich habe auch eben schon mit Papo gesprochen und der hat mir was ganz Kurioses erzählt. Und zwar folgendermaßen. Ich habe eben den Mason Harris angehalten. Den sollte ich, der wurde gesucht, wurde mir im Bordcomputer erzählt, dass ich den suchen soll. Und dann habe ich den abgetastet. Dann hat der Marihuana dabei. Kennst du Marihuana? Marihuana. Ja, genau, Marihuana. Und 7 Gramm. Ja.
Das ist ja schon ein ganz schönes Knöllchen, nicht wahr? So, und dann habe ich gesagt, jo, du kommst ins Kittchen. Handschellen angelegt, Kollege gerufen, abtransportiert und all so ein ganzer. So, und dann habe ich eine Strafe vom Chef bekommen, dass ich den nicht hätte festhalten können, weil das zu wenig war. Und ich wollte dich mal fragen, was ist denn eigentlich die Grenze für Marihuana? Wann ist denn das? Ab wie viel darf ich die Leute denn einbuchen? Das steht nicht im Handbuch. Ich glaube, also Karl, woher soll ich das wissen? Du bist doch hier der Police Officer, oder? Ich weiß nicht, bestimmt irgendwie so 12 Kilo? Witziges Fahrwort instant auch so 2 Kilo gesagt einfach. Also du hast also keine Ahnung, sag doch einfach. Du musst ja nicht unsere beide Zeit hier verschwenden. Keine Ahnung, ich bin nur ein kleiner Drecks-Influencer. Woher soll ich wissen, wie viel die Grenze für Marihuana beim Fahren ist? Ey, Karl, ich muss arbeiten. Ich dachte, du nimmst Drogen. Du bist hier der Police Officer, du hast da eine schöne Marke, ich sogar meinen Namen drauf. Ja, hier, guck mal, hier. In Zukunft, hier, ruf einfach bei der hier Spandauer Polizei an, die sagen dir das. Und ich geh jetzt mal. Ja, okay, tschüss. Meine Freunde sind keine Hilfe. Ihr müsst mir wirklich in die Comments knattern. Ayo. Oh, ist das Auto gerade angebumst vor mir? Oh, ich habe einen Unfall gesehen. Das Auto hat kein Blinkzeichen gesetzt. Du kannst die Winkerkelle benutzen, wenn du sie dabei hast, während Fahrzeugstreifen? Achso, wenn ich nicht auf Streifen mit dem Fahrzeug bin. Ich dachte, so ein Streifen mit einem Fahrzeug. Jo, das wird teuer, ne? Oh, hier ist auch noch was. Irgendwann später. Ich bin übrigens die ganze Zeit in der Mitte, ne? Warum sagt denn hier keiner was? Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. Nicht für ihn! So viel für so eine kleine Sache? Oh, nicht für ihn! Aber er hat sich nicht beklagt, ne? Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. So, wer hat jetzt hier aber nicht geblinkt? Blinker ist bei beiden an, ne? Ah, ne, bei ihm nicht. Er hat nicht geblunken. Geblinkert. Das gibt einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. Das kostet 60 bis 150 Dollar. So. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, ich kann dir auch noch einen reindrücken. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, schlepp ab das Gerät. Ich muss es ja beobachten, ne? Ah, der ist aber sowas von Barut. Stopp! Jetzt fahr da rein, du Dödel. Da sind sie gerade wieder über die rote Arme gepäst. Da brauchst du gar nicht so lieb gucken. Nein, es war noch grün. Ablauf da so um 22.03.2020. Auch noch abgelaufen. So, einmal wieder aus dem Autofahrzeug raussteigen. 0,08 ist erlaubt. Sie ist 0,001 drüber. Was bedeutet? Lebenslange Haft. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. PA abgelaufen, Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Sie dürfen fahren. Schönen Tag. Wie hat eigentlich so viel Alkohol im Blut? Ich konnte sie wegen des Alkohols jetzt gar nicht drankriegen. Aber ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. High five. Oh, was ist denn hier los? So, ich will ja mal kurz machen. Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, aber was ist passiert, du Affe? Ich will nicht wissen, wie es dir geht. So. Januar? Oh, das Ding ist abgelaufen, ne? Oh mein Gott! Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Junge, du sollst einfach nur weiterfahren! Was hat sie denn jetzt für einen Unfall? Dein Leben ist ein Unfall! Was ist das denn? Will die mich anbaggern oder was? Sie dürfen fahren. Schönen Tag. Vom Acker hier. Fahren Sie vorsichtig. 8.5. Abgelaufen. BA abgelaufen. Strafzettel. Es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe. Macht bis zu 250 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Abgelaufenes Kennzeichen, was soll das denn? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, und wenn sich deine Mutter darum kümmert, I don't give a damn. Das oh, war's. Ab. Sie können fahren. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos. Denn nutzlos, Alter? Dein Leben ist nutzlos. Ich habe einen Stöckelschuh gefunden und es wird einfach als Messer angezeigt. Hä? Ich hab Ehre im Arschloch. 14 Gramm Marihuana? Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Alter!
So, Alarm! Hallo! Ich muss die Alte finden. Hallo! Auto zu laut. Über Rot. Hallo. Da haben Sie nicht richtig geguckt. Es war noch grün. Alter, das Einzige, was hier grün ist in dieser Stadt, ist dieses scheiß Marihuana. Es geht mir langsam auf den Sack. Dann ist dieses Drecksauto viel zu laut. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Kriegen die keine Punkte in Flensburg in Amerika, oder was? Ihre Schicht ist um. Das ist mir scheißegal. Boah, ich nehme die 2 Euro jetzt hier in Kauf. Ist mir egal. Ich muss mal Computer gucken. Die soll hier irgendwo sein. Aber was hat sie gemacht? Sie hat gar nichts gemacht. Nur eine Bier getrunken. Hier kann die auch sein, ne? Ja. Was ist das Problem mit der Frau? Das wollen wir doch alle wissen. Warum suchen wir sie? Sie hat keinen Waffenschein. Was hat sie denn verbrochen? Das check ich nicht. Und warum steht hier ein buntes Reh oder so? Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Weißes Top, braune Hose. Da ist die Person, yeah. 200 Degrees. Schon wieder ist das Auto viel zu laut. Ah, die flieht. Halt, stopp. Ey, halt, stopp. Sie werden getasert. Vorsicht, das Auto. Oh mein Gott. Sie ist Supergirl. Stopp. So. Neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. So, was soll das? So, abgelaufen ist hier gar nichts. Ellen Sophia, Broker Street. Jo, können Sie mal auf den Bürgersteig kommen? Die Autos sind hier viel zu laut. Eine Handfeuerwaffe. Wenn ich jetzt nicht die Handschellen anlegen darf. Illegaler Waffenbesitz. Mitführen einer Waffe ohne Waffenschein. Hä? Es ist schon wieder falsch gewesen. Halt, Polizei! Dieses Spiel ist die verbuggteste Scheiße meines Lebens. Hier, ich... Halt! Polizei! Ich bin... machen wir nächstes Mal weiter. Tschüss!